So, hallo, ich habe wieder ein neues Platinprojekt und das heißt Hakko-san. Das ist aktuell im PlayStation Plus, also in den Sales da drinnen um 29 Cent, glaube ich. 29 Cent, sowas kostet. Was ist das? Press L1 und R1 to C Solution. Ja, schauen wir mal, was das da geht. Sieht relativ schnell gehen, die Platin. Ah, okay. Was ist mit. Ach so, okay, da kann man sogar. Lol. Sogar für das geht man drauf hin. Achso, da sieht man immer, was man da muss. Okay, jetzt wird es aber zu einfach dann. Das stimmt sogar. Da sieht man genau, was man da muss. Also, man braucht da gar nicht mehr denken. Ja, einfach ist das Game. 29 Cent für eine Platin. Jetzt probiere ich es einmal ohne. Okay, ohne wird es ja schwieriger. Ja, okay, es geht. Ohne geht's auch, ohne das auch zum Schaffen. Jetzt haben wir ein bisschen Spielspaß, oder? Hey, wir hätten es ja fast, oder? Jetzt haben wir es. Nein, jetzt. Jetzt haben wir es. Okay, mit die Pfeile ist schon einfacher. Aber warum machen sie die Lösung eine? Das ist ja voll. Das ist ja voll einfach dann, oder? Aber ich spiele das Spiel nur wegen der Platten, sage ich ganz ehrlich. Mehr lohnt sich da gar nicht. Wenn ihr eine Platte mehr haben wollt, dann macht's das so. Ansonsten lasst es einfach. Aber um 29 Cent, da habe ich ja schlimmere Spiele gekauft. Ja, da habe ich schon mehr Geld ausgegeben für eine Platte als wie für das jetzt. Da geht es ja wirklich um nichts. Wie viele Level muss ich überhaupt machen? Das war auch nicht schlecht zu wissen. Ich habe mir die Trophäen nicht durchgeschaut. Ich schätze mal einfach mal durchspielen, oder? Keine Ahnung, wie viele Level das gibt. Ich hoffe nicht gar zu viel. Okay, das ist schon schwierig jetzt. Ich glaube, ich habe mich sogar verdrückt. Nein, passt. Okay, jetzt kommen die schwierigen Level. Da braucht man schon auch Hilfe, glaube ich, für den. Ich schätze mal Level 30 oder so. Nein, jetzt habe ich mich verstanden. Level 30, sowas muss man wahrscheinlich machen. Hoffentlich nicht mehr. Weißt du, das wie so ein NES-Spiel oder so. So ganz altes. Von der alten Konsole noch. Dass man sowas überhaupt entwickelt nur in 2023. Das ist ja eine Frechheit. Aber die Leute kaufen es ja, weil sie alle platinsüchtig sind. Damit meine ich uns. Sogar 29 Cent sind zu viel. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Game auch gekauft habt. Würde mich interessieren, ob ich da jetzt der Einzige bin, der was das Game da kauft. Nur wegen der Platin. Schatz, haben wir es jetzt oder haben wir es noch nicht? Komplett Level 30. Das ist immer noch nicht aus. Bin ich gespannt, wie viele Level das gibt. Oder wahrscheinlich gibt es viel mehr Level, aber man braucht gar nicht alle wahrscheinlich für Platin, hoffentlich. Na komm. 35, komm her mit der Platin. Immer noch nicht. War lauter gut drauf hin, oder? Jetzt muss ja bald aussehen. Tja, was ist das für ein Level? Wieso dann die bei 38 so ein Level rein und dann kommt aber wieder so ein Level. Jetzt sieht es vielleicht aus. Vielleicht haben wir Maßen, es ist vorbei. Komplett Level 40 immer noch nicht vorbei. Ich habe meine Trophäen auch nicht angeschaut. Irgendwann wird es schon bei 50 oder so, wird es sicher aber vorbei sein.
Hoffentlich. Okay, das ist einfach. 45, kann man schauen. Bestes Game einfach. Game of the Year. Einfach Game of the Year, das Spiel dann. Immer noch nicht. Gibt's ja gar nicht. Ja, dann muss sie aussehen. Ey, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir die Platin gekriegt. Wir sind befreit. Wir sind befreit von dem Game. Falls euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Like da. Kommentiert mal in die Kommentare, ob ihr auch das Spiel gekauft habt. Würde mich interessieren, wer sich das nun anschaut, das sehe. Und für ein Abo würde mich natürlich auch gefallen. Für die nächsten Videos, was noch zukünftig kommen von den schnellen Platins. Ich habe eine eigene Playlist mittlerweile schon. Da sind die ganz schnellen Platin drin, was man in 5 Minuten sowas machen kann. Auf jeden Fall, ich bin weg. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.